Volvo hat mit dem V60 einen dynamischen Kombi im Programm, der sowohl hinsichtlich Design als auch Technik einige Highlights zu bieten hat. So präsentiert sich die Innenausstattung im typischen Volvo-Stil, der eine gelungene Kombination aus Übersichtlichkeit, Funktionalität und dezenter Formgebung darstellt. Das Cockpit lässt kaum Wünsche offen, weder Bedienung noch Features geben Anlass zu Kritik. Ob Multifunktionslenkrad, Tempomat, Sitzheizung etc. alles ist schlüssig zu bedienen und verrichtet unauffällig seine Aufgaben. Aufgrund der zahlreichen Funktionen ist die Menüführung beim Bordcomputer sehr vielschichtig und erfordert einiges an Einarbeitung. Das 6-Gang-Automatikgetriebe im V60 D3 passt sehr gut zum Fahrzeug. Weiche Schaltvorgänge und flottes Ansprechverhalten machen viel Freude. Wer händisch eingreifen will, kann die Schaltwippen am Lenkrad verwenden. Der 150 PS Vierzylinder-Diesel entpuppt sich als kraftvoll, kultiviert und gleichzeitig recht sparsam. Im Test genehmigte sich der Motor zwischen 6,3 und 7 Liter auf 100 Kilometer. Mit dem adaptiven Tempomat kommt man auch auf dicht befahrenen Straßen bequem und sicher weiter. Trotzdem sollte man solche Systeme immer auch selbst überwachen. Das Fahrverhalten hat uns überzeugt, der V60 fährt wie auf Schienen und vermittelt dabei einen Hauch von Sportlichkeit. Gegen Aufpreis lässt sich das Fahrwerk mit unterschiedlichen Einstellungen, Komfort, Speed und Advanced konfigurieren. Ein Zugeständnis an das sportliche Design ist das eingeschränkte Ladevolumen aufgrund der dynamischen Formgebung am Heck. So reicht das Kofferraumvolumen des 4,63 Meter langen V60 von 430 bis 1241 Liter. Da sind selbst kleinere Kombis geräumiger. Positiv sind Faktoren wie die leichte Beladung sowie das einfache Handling beim Umklappen und die entstehende ebene Ladefläche. Den Passagieren steht ein ausreichendes Platzangebot zur Verfügung. Die Sitze sind bequem und gut konturiert sowie für Kindertransport sehr gut geeignet. Auf der Rückbank geht es wegen der coupéhaften Linienführung natürlich etwas enger zu. Ausstattungsmäßig lässt der V60 kaum Wünsche offen, wenn man die entsprechenden Packages wählt. Abgesehen von den serienmäßigen Features wie dreigeteilte Rückbank, Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung, elektronische Stabilitätskontrolle mit Sportmodus und der kompletten Sicherheitsserienausstattung lassen sich verschiedene Ausstattungslevels, Pakete oder zahlreiche Einzelextras ordern. Zu Redaktionsschluss waren zudem die Business-Varianten erhältlich, die über Navi, Internet, Sprachsteuerung, Sitzheizung, Tempomat, Einparkhilfe hinten, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Leichtmetallfelgen und mehr verfügen. So kostet der V60 D3 Business Automatik 36.950 Euro. Das bedeutet immerhin 4.000 Euro Preisvorteil.